Diese Welt haben bislang nur wenige zu Gesicht bekommen. Eine Welt, die an ein Riff in den Tropen erinnert. Doch die zauberhafte Unterwasserlandschaft befindet sich mitten in Europa, direkt vor den Toren einer Großstadt. Zahlreiche Tierarten haben hier eine neue Heimat gefunden. Nicht nur die Vielfalt an Tieren und Pflanzen ist erstaunlich, sondern auch die Entstehung dieses Naturparadieses. Es war einmal eine Kiesgrube. Ein von Menschen geschaffener See, wie es ihn überall an den Ufern der großen Flüsse gibt. Doch dieser ist etwas Besonderes. Die Natur konnte ihn zurückerobern. Wie ein kleines ökologisches Wunder möglich war, davon erzählt diese Geschichte. Der kleine See liegt im Elsass, in der Nähe des Rheins. Wo genau, wird nicht verraten, damit dieses Stück Natur ungestört bleibt. Und weil sich diese Geschichte auch andernorts zutragen könnte. Die Geschichte dieses Idylls beginnt vor etwa 50 Jahren. Damals sah der See genauso aus wie die Gruben, in denen heute Bagger, Kies und Sand fördern. Begehrtes Baumaterial, das im Laufe von Jahrmillionen entstanden ist, wo Flüsse Felsgestein zermahlen haben. Nach etwa 20 Jahren sind die meisten Kiesgruben ausgebeutet. Die Bagger ziehen weiter. Zurück bleibt ein Loch, das mit Grundwasser gefüllt ist. Durch das klare und saubere Grundwasser bietet sich eine ungeahnte Chance. Die Verwandlung eines Baggerlochs in ein artenreiches Biotop kann beginnen. Viele Jahre sah der See, von dem diese Geschichte handelt, zunächst so aus. Doch an einem Frühlingstag wurde er aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Seitdem spielt sich jedes Jahr das gleiche Naturschauspiel ab. An seinen Ufern und vor allem im Wasser. Sie sind ein sicheres Zeichen, dass der Frühling vor der Tür steht. Erdkröten sind jedes Jahr unter den ersten, die am See aktiv werden. Und sie sind Pioniere bei der Besiedlung neuer Feuchtgebiete. Wo eine Kröte ist, da sind bald viele. Alle sind sie unterwegs, um sich zu paaren. Weil es viel mehr Männchen als Weibchen gibt, hält jeder Krötenmann an seiner Krötendame fest. Auch für Grasfrösche ist der See ideal zur Massenfortpflanzung.
Erst recht, wenn noch keine Fische unterwegs sind, um die Amphibien zu fressen. In 1 bis 4 Wochen wachsen aus den Froscheiern Kaulquappen heran. Für Generationen von Fröschen und Kröten wird die ehemalige Kiesgrube zu einem neuen Zuhause. Aus allen Himmelsrichtungen kommen im Frühjahr neue Gäste. Höckerschwäne nutzen den See als Landebahn. Sie reisen nicht allein. In ihrem Gefieder und an den Füßen verstecken sich oftmals blinde Passagiere. Fischeier, die die Schwäne aus Teichen und Flüssen in der Umgebung mitbringen. Vermutlich gelangen so die ersten Fische in aufgegebene Kiesgruben. Im Frühling zieht ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen über das Land. Der Regen hilft dabei, dass hier im Laufe der Jahre immer mehr Tiere eine neue Heimat finden. Der Regen lässt Flüsse und Bäche weiter anschwellen, bis sie über die Ufer treten und die Landschaft in ein einziges Feuchtgebiet verwandeln. So manche Flussbewohner nutzen diesen Wasserweg für eine Reise. Graureiher erwarten sie schon. Aus der Kiesgrube entsteht so, langsam aber sicher, ein richtiger See, voller verschiedener Arten. Doch dieser See ist kein beschaulicher Unterwasserzoo, sondern ein Ort, an dem gejagt und gekämpft und derjenige gefressen wird, der nicht aufpasst. Wäre der See ein Königreich, er wäre der unangefochtene Herrscher, der Hecht. Genau genommen die Hechtin. Die Weibchen werden mit bis zu 1,50 Meter Länge deutlich größer als männliche Tiere. Die Löcher an ihren Seiten gehören zu einem empfindlichen Sinnesorgan. Der Hecht spürt damit jede noch so kleine Bewegung seiner Beute, noch bevor diese den Jäger bemerkt. Über 10 Kilogramm geballte Muskelkraft, die bis auf 30 Stundenkilometer beschleunigen kann. Zwischen über 700 spitzen Zähnen gibt es für das kleine Rotauge kein Entrinnen. Übrig bleiben von der Jagd nur ein paar Schuppen. Der Fischreichtum des Baggersees lockt auch andere Unterwasserjäger an. Allerdings hat er hier keine Schuppen.
Eine Minute lang kann der Haubentaucher unter Wasser bleiben. Er liebt fischreiche Seen und taucht fast so gut wie ein Raubfisch. Der Wasservogel weiß, wo sich seine Lieblingsspeise versteckt. Zwischen den Pflanzen sitzen kleine Weißfische und Barsche in der Falle. Mindestens 200 Gramm Fisch braucht ein Haubentaucher am Tag. Dafür wird er heute noch viele Male abtauchen müssen. Verwandelt sich ein Baggersee zu einem solchen Biotop, dann liegt das auch an der Art, wie er ausgebaggert wurde. Hier haben Bagger, Kies und Sand nicht überall gleich tief ausgehoben. Viele Stellen sind kaum einen Meter tief. Das Sonnenlicht dringt bis auf den Grund vor. Ein Unterwasserdschungel kann gedeihen. Ein Glücksfall auch für den Hecht. Er benötigt pflanzenreiche Flachwasserzonen als Kinderstube. Nur in der Paarungszeit wagt sich das Hechtmännchen an das viel größere Weibchen heran. Manchmal sind die Freier auch zu mehreren. Zum Glück für die Männchen ist der Jagdtrieb der Weibchen zur Paarungszeit gehemmt. Sonst wäre dieser Hochzeitstanz wahrscheinlich ihr letzter. Die Männchen weichen nicht von der Seite des Weibchens, um im entscheidenden Moment zur Stelle zu sein. Mit einem Schwung der Schwanzflosse streift sie die Eier ab. Die Männchen bedecken die Brut im selben Moment mit ihrem Samen. Ganz dezent und verborgen inmitten der Wasserpflanzen. Anschließend wird die Nachkommenschaft ihrem Schicksal überlassen. Nach gut 10 Tagen werden aus den Eiern Junghechte schlüpfen. Auch über Wasser hat die Zeit der Zärtlichkeiten begonnen. Die Haubentaucher feiern jedes Jahr Vogelhochzeit, obwohl sie ein Leben lang demselben Partner treu bleiben. In jedem Frühling erneuern sie ihren Bund für die anstrengende Brutsaison. Die Balz dauert mehrere Tage. Die Tiere festigen so ihre Partnerschaft und überreichen sich in einem Ritual Mistmaterial. Höhepunkt ist der sogenannte Pinguintanz. Der See wird zur Tanzfläche. Ihr Nest bauen die Haubentaucher mit Sicherheitsabstand zum Ufer. So haben Eierdiebe wie Fuchs und Marder keine Chance. Doch zunächst wird das zukünftige Zuhause zum Liebesnest. Nicht nur die vielen Tiere, die sich hier ungestört vermehren und jagen können, machen diesen Baggersee zu etwas Außergewöhnlichem. Es ist vor allem seine Lage. Nicht fernab der Zivilisation, sondern mittendrin. In einer Landschaft, die geprägt ist von intensiver Landwirtschaft und einer Vielzahl von Kiesgruben. Eine Landschaft, die der Mensch radikal verändert hat. Der Rhein wurde vielerorts zu einem Schifffahrtskanal begradigt.
Artenreiche Flussauen, die früher die Ufer säumten, sind Häfen und Staustufen gewichen. Aufgegebene Kiesgruben könnten verlorene Feuchtgebiete ersetzen. Könnten. Was mit ehemaligen Kiesgruben passiert, interessiert meist niemanden und wird so gut wie nie kontrolliert. Einige Seen verkommen zu Müllkippen. Denn was soll schon Besonderes an so einem Wasserloch sein? Wen stört, wenn hier Fahrräder oder Autoreifen entsorgt werden, die erst im Laufe von Jahrzehnten oder Jahrhunderten verrotten? Solche Baggerseen vergiften von innen und mit ihnen das Grundwasser. Wo es so aussieht, kann sich kein Unterwasserparadies entwickeln. Kleinigkeiten haben bei dem idyllischen Baggersee für den Unterschied gesorgt. An ihm führt keine große Landstraße vorbei. Dichte Baumreihen versperren den Zugang. Dieser Ort wurde im Laufe der Zeit einfach vergessen. Allein die Natur konnte sein Schicksal bestimmen. Die Ruhe schätzt auch das Haubentaucherpärchen. Bei ihm hat inzwischen das Brutgeschäft begonnen. Und das ist echte Teamarbeit. Fast einen Monat lang müssen die werdenden Eltern die Eier im Nest warm halten. Das klappt nur, wenn sich die Partner regelmäßig ablösen. Während sich ein Vogel um den Nachwuchs kümmert, kann der andere ein paar Tauchgänge machen und seinen Hunger stillen. Manchmal sorgt die Natur allerdings für kleine Überraschungen. Wenn ein Baum oder Ast abbricht, bleibt er hier einfach liegen. Niemand räumt den See auf. Und das ist gut so. Das Labyrinth aus Zweigen und Blättern wird zu einem Schutzraum voller Verstecke unter Wasser. Schon bald entdecken die ersten Barsche den Baum für sich. Sie suchen Deckung vor den gefährlichen Räubern im See. Auch der nachtaktive Wels kann so ein Versteck gut gebrauchen. Der Baum wird zu seinem neuen Schlafplatz während des Tages. Eine Schleie macht sich über den Boden unter dem Baum her. Dort sucht sie nach Schnecken, Würmern oder Insektenlarven. Für ganze Fischschwärme wird der tote Baum zur Oase. Und auch seine Äste locken neue Mitbewohner in den Baggersee. Kolonien winziger Moostierchen besiedeln die Zweige. Jede besteht aus bis zu 100 Einzeltieren, die gerade einmal 2 mm groß sind. Mit ihren Tentakeln filtern die Winzlinge Schwebstoffe und Plankton aus dem Wasser und bewegen sich dabei langsam fort. Das wird allerdings erst im Zeitraffer sichtbar.
Auch die Süßwasserqualle sucht im Wasser nach Plankton. Sie misst nicht mehr als 2 Zentimeter. Ursprünglich stammt sie aus China und hat sich bis nach Europa ausgebreitet. Was wie gefärbte Zuckerwatte aussieht und in Form von Fäden und Blasen zwischen den Pflanzen am Seeboden wächst, besteht aus unzähligen Purpurbakterien. Bakterien, die wie Pflanzen von der Energie des Sonnenlichts leben und von im Wasser gelösten Schwefelverbindungen. Von den Mikroben ernähren sich winzige Wasserflöhe und anderes Plankton im See. Die Wasserflöhe locken ihrerseits den Hechtnachwuchs an. Die Babyhechte sind erst wenige Tage alt und nur 2 Zentimeter groß. Sie jagen alles, was sie mit ihrem großen Maul packen können und geben sich schon bald nicht mehr mit Plankton zufrieden. Sie fressen sogar ihre eigenen Brüder und Schwestern. Der Magen des kleinen Hechts ist äußerst dehnbar. Es ist der Beginn eines Hechtlebens, das bis zu 30 Jahre dauern kann, wenn man zu den Jägern und nicht zu den Gejagten gehört. In den seichten Uferzonen wächst eine in Europa gefährdete Pflanzenart heran. Der Wasserschlauch. Er überlebt nur in sauberem Wasser, ohne Gift und Müll. Seine gelben Blüten läuten den Sommer ein. Die Zeit der Libellenliebe ist gekommen. Von der Paarung bis zur Eiablage lassen die Männchen die Weibchen nicht mehr los, damit keine Nebenbuhler zum Zug kommen. Die Ringelnatter hat es auf Kröten und Frösche abgesehen. Früher war sie ein häufiger Gast entlang des Rheins. Doch seit die meisten Feuchtgebiete zerstört wurden, sind Ringelnattern selten geworden und finden hier einen Zufluchtsort. Unter Wasser spielt sich im Sommer ein faszinierendes Schauspiel ab. Wie Nebel bilden sich über dem Seeboden dichte weiße Schlieren. Es sieht aus wie trübes Gift, das aus den Tiefen des Sees nach oben steigt. Doch der Nebel ist völlig harmlos. Er besteht aus weißem Kalk, der aus dem kalten Grundwasser ausfällt, wenn es auf das wärmere Seewasser trifft. Ein Anblick, der nur in gesunden Seen auftritt und oft über Wochen erhalten bleibt. Aus dem Nebel taucht ein sibirischer Stör auf, ein entfernter Verwandter des atlantischen Störs, der im Rhein längst ausgestorben ist. Wahrscheinlich haben Angler ihn hier ausgesetzt. Sein Zuhause teilt er sich mit diesen UFO-artigen Wesen. Sie sehen aus wie schwimmende Nussschalen mit 4 Füßen. Doch nur aus dieser Perspektive. Es sind Blässhühner, die am Baggersee ihre Küken aufziehen. Lange hält es die Kleinen nicht im Nest. Vom ersten Tag ihres Lebens an erkunden sie die Umgebung.
Im Hochsommer entdecken hin und wieder auch andere zweibeinige Lebewesen den See. Die Idylle lockt Badegäste an, die die Einsamkeit suchen. Welches Leben sich unter der Wasseroberfläche abspielt, ahnen nur die wenigsten Schwimmer. Ein einsames Pärchen richtet noch keinen großen Schaden an. Zum Problem werden Badegäste, wenn sie in Massen auftreten. Andere Baggerseen werden von Erholungssuchenden regelrecht überfallen. Auch dieser See ist entstanden, weil hier früher einmal Kies abgebaut wurde. Heute ist er ein öffentliches Freibad. Was hier wächst, wird zertrampelt. An solchen Baggerseen hat die Natur keine Chance. Die Hinterlassenschaften fröhlicher Sommerfeste überziehen den Grund. Wenn sich die Menschen nur an einigen Baggerseen vergnügten und andere bewusst der Natur überließen, wäre das nicht so dramatisch. Unbekannt zu sein, ist das Beste, was einem Baggersee passieren kann. Wichtig ist das vor allem während der Brutzeit. Seit Wochen schon bessern die Haubentaucher ständig ihr schwimmendes Nest aus. Alles ist bereit für den Nachwuchs. Die Haubentaucherküken sind erst wenige Tage alt. Noch brauchen sie die Wärme des elterlichen Gefieders. Ihre erste Mahlzeit: weiche Federn. Die Daunen sollen den empfindlichen Magen der Küken schützen vor spitzen Fischgräten. Gierig nach immer neuen Leckerbissen wagen sich die Kleinen an den Rand des Nests. Aber die Küken leben in ständiger Gefahr. Ein Hecht lauert unter dem Nest der Haubentaucher und wartet auf seine Chance. Die Raubfische schnappen gerne nach den kleinen Küken. Haubentaucher sind vorsichtige Eltern. Bei den ersten Ausflügen aufs Wasser nehmen sie ihre Brut Huckepack. So sind die Kleinen sicher vor Angriffen aus der Tiefe. Pech für den Hecht. Er muss sich sein Fressen woanders suchen. Aber die Küken können nicht für immer auf dem Rücken der Eltern bleiben. Irgendwann müssen auch sie mit dem Schwimmen beginnen. Die Belohnung lässt nicht lange auf sich warten. Erst gibt es wieder Federn und dann immer größere Fische. Die jungen Haubentaucher sollen schnell groß und stark werden. Bevor der Winter kommt, müssen sie selbstständig sein.
Erst am Ende des langen Sommertages gönnen die jungen Haubentaucher ihren Eltern ein wenig Ruhe. Eine Ruhe, die auch nicht von Menschen gestört wird. Solche Orte sind mitten in Europa selten geworden. Die Sonne bestimmt am Baggersee die Zeit und damit das Verhalten seiner Bewohner. Unter Wasser verlangsamt sich in der Nacht der Takt des Lebens. Fische sind jetzt keine mehr unterwegs. Doch was tun sie? Die meisten von ihnen schlafen. So wie diese Schleie schließen sie dabei niemals die Augen. Sie haben keine Lider. Zwischen den Seerosen döst ein Hecht. Das Kameralicht weckt ihn. Den Räuber scheint das nicht weiter zu stören. Im Gegenteil, er nutzt die unerwartete Chance und geht gleich auf die Pirsch. Durch die Unterwasserpflanzen ist der Raubfisch gut getarnt. Sein gestreifter Schuppenpanzer lässt ihn eins werden mit der Umgebung. Ähnlich wie ein Leopard im Dschungel. Trotz des Scheinwerferlichts nehmen ihn seine Opfer kaum wahr. Wenn sich im Spätsommer der Morgennebel auflöst, werden manche Baggerseen zu Schauplätzen einer Invasion. Einer Invasion von Anglern. Die Angler nehmen die Besiedlung dieses Baggersees selbst in die Hand. Karpfen gehören zu ihren Lieblingsfischen. Sie sind groß und stark. Sportangler versprechen sich von ihnen einen spannenden Kampf. Bis zu 5 Tonnen Karpfen werden über das Jahr verteilt in Anglerseen ausgesetzt. Hinzu kommen allenfalls Forellen. Natürliche Artenvielfalt hat hier keinen Platz. Stundenlang warten die Angler darauf, dass die fetten Fische anbeißen. Doch die meisten Sportangler fischen nicht für die Bratpfanne. Ihr Sport besteht darin, die fettesten Karpfen an Land zu ziehen und zu wiegen. Wer die meisten und größten fängt, gewinnt. Anschließend werden die bis zu 20 Kilogramm schweren Tiere wieder freigelassen. Was nach einem Happy End klingt, entpuppt sich als Katastrophe für den Baggersee. Es werden immer mehr Karpfen. Und mit nährstoffreichen Ködern locken die Angler ihre Lieblinge an. Die Fische werden gemästet. Und die vielen Nährstoffe aus dem Futter lassen Algen wuchern. Die anderen Pflanzen werden von den allesfressenden Karpfen nach und nach vernichtet. Auch wenn die meisten Sportangler gar nicht wissen, was sie anrichten, solche Baggerseen sind das Gegenteil eines natürlichen Biotops. Wohl dem Baggersee, den Angelvereine noch nicht entdeckt haben. Auch im Herbst, wenn sich das Leben an Land langsam zurückzieht, ist die Vegetation im versteckt gelegenen Baggersee dicht und grün.
Hier können Schwäne auch jetzt noch gründeln. Auf der Suche nach Pflanzen sowie Muscheln und Schnecken, die zwischen den Halmen leben. Für einige Tiere wird es nun Zeit, den See zu verlassen. Ein Starenschwarm sammelt sich auf dem Weg ins Winterquartier. Nicht nur den Zugvögeln steht eine weite Reise bevor. Auch ein seltener Fisch wird in dieser Nacht zu einer langen Wanderung aufbrechen. Der Flussaal. Er ist vom Aussterben bedroht. Doch in diesem Baggersee sind die nachtaktiven Jäger heimisch geworden. Etwa 12 Jahre lang hat sich dieses Exemplar groß und fett gefressen. Jetzt ist der Aal geschlechtsreif und folgt seinem Instinkt. Er treibt ihn an, dorthin zurückzukehren, wo er geboren wurde. Für die Wanderung nimmt der Aal etwas auf sich, was in Europa kein anderer Fisch kann. Er verlässt den Baggersee und wandert über Land. Auf der Suche nach einem Bach oder Fluss können Aale bis zu 1 Kilometer außerhalb ihres eigentlichen Elements zurücklegen. Solange ihre Haut feucht bleibt, nehmen sie darüber Sauerstoff auf. Nasskalte Herbstnächte sind für die Landgänge deshalb ideal. Vor ihm liegt eine gewaltige Strecke. Mehr als 5000 Kilometer trennen den Baggersee von seinem Geburtsort, die Sargassosee im Atlantik vor der Küste Mexikos. Dorthin ziehen alle europäischen Aale, um sich zu paaren. Hat der Aal einen Bach gefunden, steht die weitere Reiseroute fest. Immer mit der Strömung hinab zum Meer. Mindestens 1 Jahr wird der Aal unterwegs sein. Durch den Rhein schwimmt er in die Nordsee und von dort in den Atlantik. Wenn alles gut geht, kehren seine Nachkommen eines Tages in den Baggersee zurück, bis ihr Instinkt sie wieder aufbrechen lässt. Während die Luft immer kälter wird, hält das Seewasser noch länger die Wärme. Nebel bilden sich und kündigen den Winter an. Die jungen Haubentaucher sind fast erwachsen. Noch immer tragen sie ihr grau-weißes Jugendkleid. Und noch immer betteln sie ihre Eltern um Fisch an. Dabei sind die Jungen inzwischen genauso groß wie ihre Eltern. Nun beginnt die Zeit, in der sie sich von ihnen lösen und selbst auf Nahrungssuche gehen. Der Winter lässt das Leben am See erstarren. Das Eis formt bizarre Skulpturen. Solange der See noch nicht ganz zugefroren ist, gehen manche Vögel nach wie vor auf Beutefang. Zum Beispiel der Eisvogel. In Sekundenschnelle stößt er in den See. Die Beute schlingt er nicht gleich herunter, sondern schlägt sie tot, damit er sie Kopf voran verspeisen kann. So stellen sich die Fischschuppen in seinem Hals nicht quer. Friert der Baggersee immer weiter zu,
ist das für die Fische das Signal, sich in die tieferen Zonen des Sees zurückzuziehen. Während das Wasser an der Oberfläche die 0-Grad-Grenze erreicht, bleibt es weiter unten den ganzen Winter hindurch mindestens 4 Grad warm. Bei dieser Temperatur hat Wasser eine höhere Dichte, sinkt deshalb nach unten und sammelt sich am Seeboden. In über 20 Meter Tiefe warten Fische wie Zander und Karpfen auf wärmere Tage. Ein Leben auf Sparflamme. Weiter oben trauen sich dafür nun andere Tiere aus ihren Verstecken. Winzige Süßwassergarnelen, nicht größer als ein Daumennagel. Ihre Facettenaugen lassen sie auch dort noch sehen, wo nur wenig Licht hindringt. Im Winter wird der See zu ihrer Bühne. Die Winzlinge schwärmen aus, um sich zu vermehren. Erst vor wenigen Jahren wurden die Schwebegarnelen entlang des Rheins entdeckt. Sie stammen aus dem Schwarzen Meer. Über Kanäle und im Bauch von Schiffen sind sie vermutlich in den Westen gewandert. Die Garnelen leben von winzigem Plankton und den Überresten gestorbener Tiere. Sobald es wärmer wird, werden sie wieder ein Leben im Verborgenen führen. Noch vor Ende des Winters bereitet sich dieses Hechtweibchen auf das Frühjahr vor. Ihr Bauch ist prall gefüllt mit Eiern. Trotz der Kälte wählt sie schon jetzt das Revier aus, in dem sie sich paaren will. Und das Leben im Baggersee geht in eine neue Runde. Es gibt tausende aufgegebene Kiesgruben in Europa. Wie hier könnten aus vielen kleine Paradiese entstehen, wenn man ihnen nur Zeit und Ruhe lässt. Den Rest erledigt die Natur von ganz allein.